Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ich hoffe, Sie hatten richtig frohe Pfingsten und heute könnte auch Ihr Glückstag sein. Was ich damit meine, nun, das erfahren Sie gleich nach den Nachrichten mit meiner Kollegin Mandy Steffens. Das Limburger Kirchengericht hat einen ehemaligen Priester wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt. Das teilte das Bistum Limburg mit. Demnach steht für das kirchliche Gericht fest, dass er einen minderjährigen Jungen von 1986 bis 1993 missbraucht hat. Der Mann war laut Bistum während des Verfahrens aus dem Klerikerstand ausgeschieden. Er müsse eine Geldstrafe zahlen und gelte kirchlicherseits als verurteilter Sexualstraftäter. Im Urteil sei die Schwere der Schuld ausdrücklich festgehalten worden. Laut Bistum habe sich das Opfer 2018 wegen der Berichterstattung über sexuellen Missbrauch gemeldet und Anzeige gegen den damaligen Priester erstattet. Den Angaben zufolge hatte die zuständige Staatsanwaltschaft kein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil die vorgeworfenen Taten verjährt waren. Bei der Kollision ihres Autos mit einem LKW ist eine junge Frau auf einer Bundesstraße nahe Kempenich im Kreis Ahrweiler ums Leben gekommen. Die 23-Jährige saß in der Nacht zum Pfingstmontag am Steuer ihres Wagens, als dieser mit einem entgegenkommenden LKW zusammenprallte, wie die Polizei in Adenau mitteilte. Die Autofahrerin aus Baden-Württemberg sei noch am Ort des Unfalls gestorben. Ihre 24 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, war zunächst unklar. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Ein 22-jähriger Mann hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Linz am Rhein die Polizei mit einem massiven Holzbrett angegriffen. Er schmiss das Holzbrett nach Polizeiangaben in Richtung der Polizisten und hat sie dabei nur knapp nicht getroffen. Die Polizei musste damit drohen, einen Elektroschocker und die Schusswaffe einzusetzen. Erst danach konnte der Mann festgenommen werden. Der Mann gab laut Polizei später an, zu diesem Zeitpunkt Stimmen gehört und mit dem Teufel gekämpft zu haben. Der Angriff geschah auf dem Gelände eines Baustoffherstellers in Linz. Die Polizei war zuvor zum Firmengelände gerufen worden, weil ein lediglich in Unterhose bekleideter Mann eine Scheibe des Firmengebäudes eingeschlagen habe. Der Mann wurde nach der Vernehmung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Am Mittwoch ist es im Sendegebiet tagsüber locker bewölkt bei Temperaturen von 12 bis 22 Grad. In der Nacht ist es locker bewölkt bei Tiefstwerten von 13 Grad. Soweit das Wetter für die Region Koblenz-Mittelrhein. Bäume lösen nicht das Klimaproblem, aber sie sind ein smarter Zeitjoker, damit die Energiewende gelingen kann. Deshalb Bäume pflanzen und Wälder schützen. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Fast.
Liebe Zuschauer, schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserer ersten Hochzeitsshow Glückstag. Wir sind hier im Fährhaus in Koblenz und unser Brautpaar Raffaela und Ole wird gerade stilvoll zu uns gebracht mit Daniel Koch und seinem Paolo Ponton. Willkommen zur Glückstagsshow, willkommen. Willkommen zur Hochzeitsshow hier und heut. Willkommen zur Glückstagsshow, willkommen. Willkommen im Fährhaus in Koblenz. Ich bin schon sehr erfreut. Und Paul ist natürlich erfreut, dass wir euch fahren dürfen. Hallihallo. Ja. Hallo und erstmal herzlich willkommen. Lieber Daniel, mit was für einem Auto bist du denn hier hingekommen? Hast unser liebes Brautpaar Raffaela und Ole gebracht und vor allen Dingen, begrüßt du jeden so musikalisch? Die meisten. Die meisten. Es gibt verschiedene Konzepte, ne? Mit Musik, ohne Musik, aber immer mit Auto. Und was ist das Besondere an Paolo Ponton? Also Paolo ist jetzt bald 64 Jahre alt, das heißt aus dem Jahrgang 1958 und ist halt die S-Klasse von damals. Das heißt, wir haben, wie die zwei schon gemerkt haben, Chrom und Holz und Platz und Federkernsessel. Und ich könnte jetzt noch lange schwärmen, aber den Rest seht ihr. Alles, was das Herz begehrt, würde ich sagen. Naja, und wenn ich jetzt als Hochzeitspaar das unbedingt machen wollte, mit dir vor die Trauung gefahren zu werden oder vielleicht sogar zur Party danach, wie komme ich an dich ran? Es ist ganz einfach, der Name ist ja so einzigartig. Paolo Ponton und dann auf allen Kanälen, Instagram, Facebook, und die Webseite natürlich. Perfekt. Ich würde sagen, das ist alles auf jeden Fall gelungen. Aber ihr beide, was sagt ihr denn dazu? Wie freut ihr euch auf euren Tag? Und wie? Also ich bin total aufgeregt. Er hat schon toll begonnen, dass wir mit diesem wunderschönen Auto kamen. Und ich bin total gespannt, was uns heute alles noch erwartet. Und was sagst du, Ole? Sehr erfreut, sehr überrascht. Noch nie in einem Oldtimer gesessen und in so einem schönen Auto abgeholt zu werden vor einem so besonderen Tag ist natürlich wirklich... Ich bin sprachlos. Schön, schön, dann mache ich Sie gleich auch noch sprachlos, liebe Zuschauer. Denn am Ende unserer Hochzeitsshow können Sie eine Landparty mit Daniel Koch und Paolo Ponton im Wert von 400 Euro gewinnen. Aber dazu am Ende mehr. Ich würde sagen, wir gehen jetzt schnell rein und lassen die Party beginnen. Komm her, vergiss was war, denn der Moment ist hier, hier direkt neben mir. Nur wir beide und das Kerzenlicht. Oben angekommen im Penthouse, im Fairhouse, haben Sie natürlich eben schon in unserer Einfahrtsszene bestimmt unseren Profifotografen Olaf Nitz gesehen. Zu ihm später mehr im Interview. Jetzt erstmal hallo Eike, schön, dass du uns begrüßt, der Geschäftsführer vom Fairhouse am Stausee in Koblenz. Was macht das Fairhaus so besonders für eine Hochzeitslocation? Ja, es gibt natürlich viele kleine Komponenten, die für eine Traumhochzeit extrem wichtig sind. Das ist unter anderem natürlich die Location, wo die Hochzeit stattfindet. Wir haben eine traumhafte Terrasse mit direktem Moseblick. Man schaut quasi direkt aufs Wasser hier unten. Und natürlich die Feinheiten, ja, die Gastlichkeit. Wir haben ein junges, innovatives Team, das jederzeit zur Verfügung stellt, beratend tätig ist, vor der Hochzeit alle kleinen Gedanken von den Augen abliest, jeden kleinen Wunsch und natürlich alles bis ins Detail betreut. Sprich, da kann es ja nur schön werden, aber auf was legst du besonders Wert, wenn ihr jetzt eine Planung habt mit einem Brautpaar? Ich denke, dass es ganz wichtig ist, gerade das Brautpaar von Anfang an bis zum Ende, bis zur Nachbetreuung zu begleiten. Ja, jeder, der schon mal geheiratet hat, weiß wahrscheinlich, die Nervosität steigt immer weiter. Alles kann zu einer möglichen Katastrophe führen und dann das Brautpaar an die Hand zu nehmen und zu führen, um eine perfekte Veranstaltung für sie und natürlich auch für die Gäste zu zelebrieren. Jetzt hast du eben schon die Gastlichkeit angesprochen. Ihr habt erst kürzlich einen Michelin-Stern verliehen bekommen. Worauf legt ihr besonders Wert beim Essen? Also, dass es schmeckt, steht wohl nicht außer Frage. Natürlich, genau. 3 Jahre harte Arbeit haben sich ausgezahlt. Ja, Frank Seifried und das gesamte Küchenteam haben viel Liebe ins Detail gelegt.
und dadurch ein Michelin-Stern gekocht. Also die Liebe zum Detail und der einzigartige Geschmack, der auf den Teller in vielen Komponenten zusammenkommt. Ja, also dann kann es ja wirklich nur perfekt werden hier im Fairhaus in Koblenz. Ich kann nur sagen, liebe Gäste, liebe Zuschauer, kommen Sie ins Fairhaus und planen Sie hier Ihre Hochzeit, oder? Wir freuen uns auf Sie. Schön, dann gehen wir jetzt unser Brautpaar suchen und fragen mal Paulina Wagner mit ihren Liebessongs, was das denn alles so auf sich hat mit einer Hochzeit. Liebe, liebe mich, als wär's das letzte Mal. Liebe, liebe mich, als wär alles andere egal. Denk nicht darüber nach, was morgen kommt. Liebe Paulina, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Wir freuen uns auch sehr. Zu unserem Intro gibt es natürlich einen ganz, ganz tollen Song, der von dir ist, gefühlt perfekt. Er passt zu unserer Hochzeitsshow super. War deine Intention dahinter auch, dass er wirklich für eine Hochzeit sein soll? Also es war tatsächlich nicht die Intention. Dieses Album handelt natürlich von der Liebe, ganz klar. Es hat sich tatsächlich so ein bisschen dahin entwickelt. Er hat nämlich auch schon in einer anderen Hochzeitsshow sein Plätzchen gefunden, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ja, weil die Message des Songs einfach sehr, sehr, sehr passend ist. Und das ist uns eigentlich auch erst im Nachhinein aufgefallen, dass es eben ja nicht perfekt sein muss, sondern also reicht, wenn es sich einfach so anfühlt für die jeweilige Person. Und ja, ich finde, dass passt sehr gut zur Hochzeit, es passt sehr gut in den Liebesbereich und deswegen freue ich mich sehr, dass der Song auch hier seinen Platz gefunden hat. Wir haben auch abseits der Kamera schon gesprochen, Raffaela, gerade wir beide, ne? Der Song passt natürlich auch irgendwie zu euch und eurer Beziehung. Erzähl uns doch mal, wie ihr euch kennengelernt habt und Ole schreite ein, sobald du was anderes siehst. Wir haben uns kennengelernt im Jahr 2009. Da hat er mich angeschrieben online und ja, er war, glaube ich, auch schon ein bisschen verliebt direkt. Und beim ersten Treffen stand er nämlich direkt schon mit einer Rose da. Also sehr romantisch. Ich war da ja noch so ein bisschen verhaltener. Mich hat es ein bisschen erschrocken direkt mit der Rose. Aber du bist weggelaufen. Gott sei Dank ist er ja wieder da, ne? Aber im Nachhinein auf jeden Fall super süß und war richtig schön. Genau, dann hatten wir uns erstmal wieder aus den Augen verloren, weil ich da noch andere Vorstellungen hatte von meinem Partner. Und genau, dann hatte ich jemand anderes kennengelernt und wir hatten erstmal keinen Kontakt mehr über ein paar Jahre. Und dann kamen wir wieder übers Internet, kamen wir wieder online in Kontakt. Und so war es dann bei uns, zumindest bei mir, lieber auf den zweiten Blick. Und ja, das hat jetzt 9 Jahre bisher angehalten. Oh, das klingt aber schön. Hast du noch was zu ergänzen? Ich würde sagen, Höhen und Tiefen vorhanden, so wie du sagst, auch in deinem Album. Deswegen passt das hier gerade super zusammen. Aber wie war es denn für dich? Also Höhen und Tiefen definitiv. 9 Jahre ist eine Zeit, da macht man natürlich einiges mit. Und es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es gehört halt dazu, ne? Dass man also diese Verliebtheit, die hat bei uns sehr lange angehalten, muss ich schon sagen, bestimmt 4 Jahre. Als man dann aber zusammengezogen ist, da hat man dann aber auch gemerkt, oh, hier sind jetzt doch ein paar Sachen, die hatte man so vorher noch gar nicht auf dem Schirm. Sachen, die einen stören und so weiter, Gewohnheiten, alles Mögliche. Wo man erstmal auch so, oh, die haben ja doch jetzt mal ein paar Probleme, die vorher nicht da waren. Und da hat es dann doch angefangen, dass man denkt, okay, jetzt geht die Arbeit los, in Anführungsstrichen, ne? Aber bisher, würde ich sagen, haben wir das ganz gut hinbekommen, weil die Liebe ist da und der Rest geht dann auch, wenn man will und sich nicht aufgibt. Also da bin ich auch 100% von überzeugt. Man haut schnell mal eine Aussage raus. Also ich auf jeden Fall gehört den Leuten, ich habe hier keinen Bock mehr und komm, lass uns das alles sein lassen. Das ist aber im Affekt. Gehört auch dazu. Ich finde, das ist legitim. Solange man dich dann wieder gefangen hat und dich dann nochmal hinsetzt, komm nochmal her. Nimm mal meine Hand und lass uns nochmal reden. Ne? Ja. Also, man wirft nicht einfach was weg. Genau, also es ist so wie unser Titelsong gefühlt perfekt bei euch beiden. Und Höhen und Tiefen gibt es immer in der Liebe, aber ihr geht natürlich eher auf die Höhen, sonst wärt ihr ja jetzt nicht bei uns in der Hochzeitsshow, würde ich sagen, oder? Ja. Ich sage auch bei uns, es muss nicht perfekt sein, aber echt. Und das ist es. Das ist doch schön. Und auch ein guter Song. Da kommen wir nämlich zum nächsten bei dir. Da kommen wir zum nächsten bei dir. Du hast die Geschichte gehört, da passt dein Album doch perfekt zu, oder? Ja, tatsächlich passt das sehr, sehr gut, denn dieser Meinung bin ich nämlich auch, dass die Liebe natürlich unheimlich schöne Seiten hat und das, um Gottes Willen, das soll auch so sein, aber eben nicht nur. Und ich finde, dass man sowohl als auch thematisieren sollte und das habe ich halt in meinen Songs versucht.
auch so ein bisschen die Anfänge. Ich habe einen Song, der heißt Vielleicht verliebt, wo man sich eben noch nicht so sicher ist. Ist es denn jetzt wirklich nur so ein Kribbeln im Bauch oder wird daraus die große Liebe? Bei Liebe, Liebe ist man sich dann sehr, sehr sicher. Und so haben wir halt versucht, die verschiedenen Phasen, aber auch die, sag ich mal, nicht so schönen Phasen zu thematisieren, die einfach aber allgemein dazugehören. Und am Ende kommt dann gefühlt perfekt raus, denn dann sind wir bei der Trauung oder bei sonstigen Dingen, genau, die ein Paar sich halt für die Zukunft wünscht. Ne? Absolut, absolut, ja. Wie stellst du dir denn eine Traumhochzeit vor, wenn du jetzt hier gerade eh schon bei unserer Hochzeitsshow bist? Ja, also ich bin tatsächlich eine große Romantikerin und ich finde sowas sehr, sehr schön. Ich persönlich könnte mir, glaube ich, eine Trauung im Freien sehr, sehr gut vorstellen. Ja, nicht so gezwungen, einfach alles sehr entspannt und locker, vielleicht auch barfuß am Strand. Das war immer so mein Traum. Ich weiß nicht, ob ich da mit meinen Eltern so, ob wir uns da so einig werden. Ich glaube, die hätten das schon ganz gerne, dass ich auch wie bei uns in der Familie so Tradition ist, in der Kirche heirate. Aber ich denke, da werden wir bestimmt, wenn es irgendwann dann mal soweit sein sollte, bestimmt eine Lösung finden, damit wir alle zufrieden sind. Das glaube ich auch. Und natürlich nochmals, deine Lieder passen perfekt. Kannst du ja dann auch an deine eigenen Hochzeit laufen lassen, oder? Ich hoffe, dass ich bis dahin noch ganz, ganz viel weitere Musik machen werde, dass ich da noch ein bisschen Auswahl haben werde. Bisschen alternativ, genau. Dann umso mehr wird es dich gleich freuen. Wir haben eine freie Traurednerin dabei. Unschön. Und dann kannst du schon mal die ersten Dinge dran schnuppern lassen. Ich will dich nah an meiner Seite spüren und ich will dich berühren. Komm her. Vergiss, was war, denn der Moment ist hier, hier direkt neben mir. Nur wir beide und das Kerzenlicht. So, dann geht es jetzt Richtung Brautstyling. Ich bin schon ganz gespannt mit zwei super Experten. Einmal Herrn Beauty Zimmermann aus Koblenz. Schön, dass du da bist, Oliver. Ja, gerne. Und natürlich Brautmoden Hartmann aus Betzdorf. Schön, dass ihr da seid, Nicole und Andrea. Ich würde sagen, Raffaella, du bist in den besten Händen von diesen zwei super Teams und lassen das Umstyling beginnen und schauen, was sie aus dir zaubern. Dein Blick steht meine Welt total auf den Kopf. Mein Herz hat lange nicht so laut geklopft. Kann sein, dass du genauso fühlst wie ich. Gefühlt perfekt. Liebe Zuschauer, zu einer jeden Braut gehört ein Brautstyling, habe ich eben schon gesagt. Ihr seid mittendrin. Es sieht wunderbar aus, Oliver. Aber wie lange gibt es denn Oliver Zimmermann oder Friseur Zimmermann, Herrn Beauty Zimmermann in Koblenz schon? Ja, das ist eigentlich auch so ein Traditionsbetrieb, den es schon seit über 60 Jahren gibt. Aber wir sind natürlich immer wieder neu, immer wieder die neue Nummer 1. In Koblenz sind es gerne da gegenüber vom Bürgeramt und haben ein super tolles Team mit über 20 Leuten und eben auch viele tolle Spezialisten, die beispielsweise auch hier tolle Hochsteckfrisuren machen können. Und was ist wichtig, wenn ich zu dir in den Salon komme? Findet ja mit Sicherheit vorher eine Stilberatung statt. Auf was achtet ihr da besonders? Ja, also wir versuchen uns natürlich immer total hineinzudenken in das ganze Setup so einer Hochzeit. Und die können natürlich auch sehr unterschiedlich sein. Wir haben heute hier so ein bisschen was Rockigeres, Besonderes gemacht mit den roten Haaren. Da kann man schon auch ein bisschen Gas geben. Aber es gibt natürlich auch wunderbare blonde Frisuren, die man eben ganz elegant macht, von Grace Kelly Look eben bis zu sowas Rockigem. Wichtig ist, dass wir natürlich das abstimmen auf das Hochzeitskleid. Vielleicht auch Blüten nehmen von dem Brautstrauß. Wir fragen auch gerne, wie die Tischdekoration ist. Also je mehr wir wissen, umso lieber ist es uns, weil wir immer eben so das i-Tüpfelchen natürlich mit der Frisur sein wollen. Jetzt ist es ja so, ich habe Herrn Beauty Zimmermann gesagt, Beauty, ihr habt ein rundum Wohlfühlpaket bei euch im Salon. Sprich, man bekommt auch das richtige passende Make-up dazu? Ja, also es hört nicht bei den Haaren auf, sondern es muss eben so eine Farbharmonie geben. Und deshalb haben wir natürlich auch eine hervorragende Kosmetikerin in der Stephanie Rhein bei, die auch versiert ist in Farb- und Stilberatung. Und wir gucken immer nach dem Typ und besprechen das eben mit der Kundin. Also welchen Stil sie eigentlich möchte. Und dann kooperieren wir und koordinieren wir und machen eben ein wunderbares Gesamtbild. Und bei euch wird es finalisiert, dass man schön rundum perfekt aussieht, an seinem gefühlt perfekten Tag. Ich will dich, ich will mehr, jeden Augenblick. Nimm mein Herz, halt es fest, gib es nie zurück. Gefühlt perfekt. Ja, schön, dass ihr
beide da seid. Unsere Braut wird ja gerade gestylt von Oliver Zimmermann, sprich das Kleid, das Wunderbare kommt gleich zum Einsatz. Aber erst einmal, wie lange, Nicole, gibt es denn Brautmoden-Hartmann in Betzdorf schon? Ja, also wir sind ein Familienbetrieb und dieses Jahr feiern wir unser 30-jähriges Jubiläum. Und wir sind echt alle total aufgeregt, freuen uns. Und Andrea schon 17, 18 Jahre bei uns als super Teamverstärkung und Und was kann man sagen, worauf legt ihr Wert, wenn eine Braut zu euch ins Fachgeschäft kommt und sich ihr Kleid aussuchen möchte? Ich habe schon gesehen, da wir mit Raffaela vorher da waren und sie das Brautkleid sich aussuchen konnte, dass ihr eine Wahnsinnsauswahl an verschiedenen Stilrichtungen habt. Ja, also wir haben so um die 300 Quadratmeter und dementsprechend auch unterschiedliche Modelle. Und wenn eine Braut zu uns kommt, die sind alle sehr aufgeregt. Wir unterhalten uns erstmal kurz und fragen nach Vorstellungen, Wünschen, Träumen, um das auch mal alles auszuprobieren, ja? Damit die Braut sieht, was gibt es für Möglichkeiten. In der Regel wissen wir dann schon oft, vielleicht wird es doch was ganz anderes. Und in der Beratung stellt man dann einfach fest, nach 3, 4, 5 Modellen, jetzt holen wir mal noch ein paar andere Stilrichtungen und wir testen dann alles Mögliche durch, damit die Braut verschiedene Silhouetten und Schnittformen einfach mal an sich sehen konnte. Was sind denn so bekannte Stilrichtungen jetzt, Andrea? Was kannst du dazu sagen? Also Vintage Boho, ne? Dann haben wir die Prinzessin und viele fragen auch immer noch nach Schlicht. Also das ist wirklich, man kann nicht sagen, es gibt ein, aber es kommt immer auch den Typ an, ne? Wie man sich das vorstellt und wünscht denn ein. Wo ist der Ursprung? Was für eine Stilrichtung ist das? Und warum passt dieses Kleid perfekt zu Raffaela? Also wir haben uns bei dem Kleid einfach gedacht, Raffaela hat ja eine etwas hellere Hautfarbe und dieses schöne Rot in den Haaren. Das ist einfach ein sehr natürlicher Farbton. Im Vorgespräch hat sie uns auch ein bisschen erzählt, es soll ein bisschen rockiger sein, mal was anderes. Und da haben wir uns dieses Modell gedacht. Ne? Man hat also hier verschiedene 3D-Optiken und diesen Softhüll oben drüber in Ivory gehalten und ein bisschen verspielt einfach mit dem Oberteil, mit den Blüten und auch mit den kleinen Perlmärmchen. Ja, wenn ich jetzt heirate dieses Jahr oder nächstes Jahr, wann ist es ideal, zu euch zu kommen, um mein Brautkleid auszusuchen? Denn ich kann mir schon vorstellen, dass das doch einige Zeit dauert, weil es muss ja auch angepasst werden individuell, was ihr sicherlich auch übernehmt, oder Andrea? Also wir haben alles in einem Service und am besten ist es, meistens die Damen kommen ein Jahr vorher, ne? Also zum Aussuchen. Ne? Das ist jetzt gerade alles auch manchmal eine spontanere Sache, aber wir haben ja eine große Auswahl und wir passen das dann auch immer auf den Typ denn ab. Ne? Ja. Und das ist auch zum Vorteil bei uns, weil wir haben also natürlich auch Musterkleider. Wenn man bestellen muss, haben die Kleider immer lange Lieferzeiten, aber unsere Ware ist direkt verfügbar. Deshalb jetzt haben wir auch oft gemerkt, wir heiraten in 3 Wochen, wir heiraten in einem Monat. Und dann können unsere selbstständigen Maßschneiderinnen die Kleider ganz individuell schnell abändern, damit das Traumkleid perfekt passt, ne? Sprich, alles in einer Hand. Und wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne noch Haarschmuck, da seid ihr natürlich auch richtig, oder? Also wenn ich jetzt nicht einen typischen Schleier möchte, den ich logischerweise auch bei euch erhalte, aber wenn ich was Verspielteres haben möchte an Haarschmuck, oder? Da habt ihr doch auch Da haben wir alles. Also bei uns findet man die kompletten Accessoires, die eine Braut benötigt. Schuhe, Unterwäsche, Schleier, Haarschmuck, Ketten, Ohrringe. Alles, was man sich so vorstellt, wünscht. Wir können auch alles besorgen und organisieren. Da sind wir immer fleißig am Bestellen für unsere Bräute. Sprich, da kann der Glückstag ja nur gut werden. Jeder individuellen Trauung oder Hochzeit, besser gesagt, braucht man natürlich auch ein Stück weit Unterstützung in der Planung. Und die Planung ist immer so eine Sache und natürlich auch langwierig. Und damit diese halt einfach perfekt wird, haben wir hier 2 Expertinnen sitzen, die nicht nur Schwestern sind, sondern auch Zwillinge. Sina und Katja Reiner mit eurer Bottega d'Amour in Ehrenbreitstein zu finden. Was macht euch so besonders?
Ja, wie du es eigentlich schon gerade gesagt hast, wir werden auch die Wedding Twins genannt. Also das ist sogar vom Fernsehen benannt worden. Macht es eben besonders, dass wir im Doppelpack sind und Trauungen weltweit organisieren. Fokus aber Europa und Italien und natürlich schöne Rheinland, alles was hier in Deutschland zu bieten ist. Und nicht umsonst heißt ja unser Slogan bei unserer Eventagentur Stevolis, der Zauber steckt im Detail. Und das tut es wahrscheinlich bei uns wirklich. Sprich, ihr geht wirklich aufs Detail ein. Also wenn ich als Braut jetzt zu euch komme und sage, ich möchte meine Hochzeit planen, wann muss ich zu euch kommen? Weil es ist ja schon viel Aufwand, so eine Hochzeit. Und vor allen Dingen, worin unterstützt ihr alles? Ja, also man kann halt sagen, dass jedes Brautpaar individuell ist. So individuell ist, dass natürlich dann auch die Planung individuell verläuft. Natürlich bieten wir eine Teilplanung an, wenn jetzt Brautpaar auf uns zukommt, die vielleicht die Location schon haben, aber vielleicht Unterstützung benötigen bei der Suche nach anderen Dienstleistern wie Fotograf oder Brautkleid eben, können wir da unterstützen, bis hin natürlich zur Gesamtplanung von Konzeptionierung des gesamten Hochzeitstages, Budgetplanung bis hin zur Realisierung und dann Unterstützung am Tag selbst natürlich. Sprich, ihr seid den ganzen Tag dann bei der Braut und kümmert euch so ein bisschen um das Aufgeregtsein, weil die ein oder andere Träne wird mit Sicherheit auch fließen. Fließt die denn auch bei der Planung? Als Hochzeitsplaner hat man ja ein sehr enges Verhältnis. Also werden dann ja auch schon enge Verbindungen geknüpft. Dann meistens ja, Planungszeit hast du eben angesprochen, schon mindestens ein Jahr bis eineinhalb Jahre vorher. Das ist so das Klassische. Seit Corona da haben wir auch viel ad hoc oder express, wie wir es sagen. Also innerhalb von 2 Monaten haben wir dann auch die Hochzeit geplant, weil 2 Monate für eine Komplettplanung, komplette Arbeitszeit ist schon definitiv realistisch. Genau. Ja, jetzt hatten wir ja eben schon das Thema, dass ihr den ganzen Tag vor Ort seid. Aber wie ich so sehe, seid ihr nicht alleine, oder? Ihr habt vierbeinige Unterstützung, auch noch für jeden Zwilling einen, oder? Genau, mittlerweile ja. Seit 2 Monaten haben wir noch die kleine Bella zum Filuda. Genau, jeder hat uns natürlich gesagt, wieso nur ein Hund bis vor ein paar Monaten, und ja, er war natürlich in Planung, aber dann haben wir gedacht, okay, jetzt erst recht, genau. Und natürlich sind die zwei auch mal eine schöne Attraktion für die kleineren Gäste. Genau. Jetzt hatten wir eben schon auch das Thema Europa-Hochzeiten, spezialisiert doch Italien-Bereich, oder? Und vor allen Dingen wo? Genau, also wir haben noch eine zweite Base mit Lake Love Weddings am Luganer See. Ich habe auch bis Corona, beziehungsweise lebe zum Teil immer noch dort, aber bis Corona halt fest dort gelebt, sodass ich, sie hat 2015 ihre Agentur hier in Deutschland gegründet, ich dann 2018 in Italien, weil halt die Nachfrage an Destination Weddings, gerade natürlich Italien, deutsche Vita, wir Deutschen lieben das italienische Lebensgefühl. Und da wir halt die Sprache fließend sprechen, aber auch die Gegebenheiten vor Ort unten kennen, kulturell natürlich uns gut auskennen und ein gutes Netzwerk haben, genau, organisieren wir viele Veranstaltungen, Hochzeiten natürlich auch am Luganer See, aber auch in ganz Italien. Ja. Sprich, ich kann eigentlich mit allem zu euch kommen. Ja. Ich bin perfekt bei euch aufgehoben. Ja. Wie ich sehe, auf dem Tisch habt ihr natürlich auch noch ein paar Cupcakes mitgebracht. Also sprich, ihr seid Naturtalent in allem, oder wie kann man das formulieren? Ja, also wir sind natürlich Hochzeitsplaner und planen ja alles drumherum, aber für eine schöne Hochzeit, da gehört natürlich Genuss dazu. Und das bieten wir alles in unserer Bottega d'Amore in Koblenz-Ehrenbreitstein. Da haben wir einen Laden rund um die Liebe auf Deutsch zu übersetzen. Und wir sind halt selber Genussliebhaber und er genießt auch die Blume. Ich sehe es schon. Ja, er kann ein Cupcake draufgefallen. Genau, das gehört dazu. Das ist halt Real Life. Rundum Sorglos-Paket bei euch beiden, genau, kann man schon sagen. Wir waren natürlich vor den Dreharbeiten auch noch bei euch in der Bottega d'Amore, die schon ein paar Mal gefallen ist, und wollen uns die Eindrücke auch noch gerne anschauen. Manchmal steht mir der Verstand im Weg, manchmal habe ich zu lange überlegt, doch manchmal trifft man einen so wie dich. Dein Blick stellt meine Welt total auf den Kopf, mein Herz hat lange nicht so laut geklopft, kann sein, dass du genauso fühlst wie ich. Einer
Hochzeit gehört also wirklich viel Planung dazu und die Liebe steckt im Detail, haben wir gerade erfahren. Da kommen wir doch gleich dazu, dass es immer eine individuelle Traurede geben muss natürlich. Und da habe ich hierfür den perfekten Gast sitzen, die Traute Nicole, die uns individuelle Traureden jetzt mal näher bringt. Kann man dort lachen und weinen und vor allen Dingen, was ist eine freie Traurede? Oh, das sind so viele Fragen auf einmal, Mandy. Ja. Und ich kann sie alle mit Ja beantworten. Mhm. Hoffentlich weinen und lachen wir vor Freude und vor Glück. Mhm. Und eine Traurede ist letzten Endes eine Möglichkeit, dem Brautpaar eine ganz individuelle Bühne für seine Geschichte und für all seine Wünsche und Leidenschaften zu geben. Und zwar ganz unabhängig von dem, wie der Platz sein soll. Weil die freie Trauung, so wie es ja schon heißt, kann an jedem Ort der Welt stattfinden, in jedem Setting, wie das Brautpaar es möchte, barfuß am Strand oder im Pelzmantel auf der Almhütte, genauso wie das Paar sich wünscht. Barfuß am Strand, dann kann Paulina ja schön auf dich zukommen, genau, wie wir es vorhin gehört haben. Bin ich mal gespannt, da musst du aus dem Nähkästchen plaudern, wenn es soweit ist. Das glaubst du aber. Und was ist das Besondere an der Trauten? Seid ihr international oder was hebt euch hervor? Ja. Weil ihr teilt euch den Job. Ja, wir teilen uns den Job und Detlef ist ursprünglich Philosoph und hat in Amerika promoviert. Darum ist er auch für unsere internationalen Traureden der genau richtige Partner. Und er hat auch den Namen Traute kreiert, weil Traute ist ein altes deutsches Wort und steht für Vertrauen, mhm, und auch für Mut. Und beides brauchen Menschen, die in Zeiten wie diesen Ja zueinander sagen wollen. Und vor allen Dingen brauchen sie es auch noch die Zeit danach, damit sie schön vertraut miteinander umgehen und die Höhen und Tiefen der Liebe, wie wir es eben bei Paulina natürlich auch gehört haben, was so perfekt zu dir jetzt und deiner individuellen Traurede passt, natürlich unterkommt, oder? Ja, das stimmt. Und es ist ja auch so, jedes Paar ist so einzigartig und wir brauchen natürlich Zeit, die wir mit dem Brautpaar teilen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, es ist immer so viel Zeit, sondern unabhängig von einem Mindestplot, das sind ungefähr 4 bis 6 Stunden, wo wir ein persönliches Gespräch führen. Manchmal sprechen wir auch mit Familienangehörigen oder mit Freunden und mit Trauzeugen. Manchmal unternehmen wir mit dem Paar Wochenendausflüge oder wir besuchen sie bei einem gemeinsamen Konzert oder Detlef fährt mit dem Bräutigam mal Rennrad. Also es entsteht etwas, was viel mehr ist als wir schreiben eine Rede. Es ist viel mehr Freundschaft, es ist Beziehung, die entsteht und so können wir das Paar tatsächlich auch als solches abbilden. Ah ja, schön. Also ihr geht doch wirklich individuell auf die Vorzüge ein. Sprich, wann muss das Paar denn zu euch kommen? So ein Jahr vorher oder ist das dann schon wieder zu viel? Weil eben haben wir mehrfach gehört, ein Jahr vorher Vorbereitungen braucht man schon. Bei einer Traurede wie ist es da? Also wir haben viele Paare, die melden sich schon 2 Jahre vorher oder noch länger. Aber das brauchen wir nicht. Also wir haben auch schon innerhalb von 3 Wochen eine wundervolle Rede geschrieben, weil das Brautpaar so blitzentschlossen war. Wir sind auch da sehr individuell, weil alles, was wir tun, machen wir selbstständig. Das heißt, wir können unsere Zeit frei einteilen. Und wir gehen auch da den Rhythmus unserer Paare mit. Du hast ein schönes Buch neben dir liegen. Damit hat es doch bestimmt auch irgendwas auf sich, oder? Was Besonderes von euch? Die Traute traut im Wunschoutfit, heißt das. Ah. Ich komme ursprünglich aus der Modebranche, bin Betriebswirtin und ich habe mir überlegt, wie kann ich diese Wurzeln würdigen? Und so habe ich, passt zu jedem Dekokonzept, ich mache das gerade mal auf, passend zu jeder Welt des Brautpaares, über 40 Outfits. Ja. Und habe eine Schmuckmanufaktur, die mir auch den Schmuck herstellt, so dass es tatsächlich etwas sehr Einzigartiges wird. Und wirklich individuell zu jedem passt. Das rundet die ganze Sache doch ab. Ich bin sehr gespannt auf deine Traurede gleich, denn du hast ja noch was für uns und unser Brautpaar vorbereitet. Komm her, da ist so ein Karussellgefühl im Bauch. Ich glaube, du fühlst es auch. Komm her. Deiner Magie zu widerstehen fällt schwer. In meinem Kopf wird's leer. Während wir hier so ein bisschen getalkt haben, würde ich schon fast sagen, müsste unsere Raffaela schon gestylt worden sein und fertig sein. Ich bin gespannt, wie sie aussieht. Aber zum krönenden Abschluss braucht sie natürlich noch ein paar Utensilien. Unter anderem den Brautstrauß, der von ihrem Blumen
Spezialisten, dem Brautstrauß-Spezialisten Blumen für Koblenz Rickenbach kommt. Und er hat uns natürlich die andere Blumendeko heute auch zur Verfügung gestellt. Auch wird natürlich gebraucht Trauringe. Trauringe von ihrem Ring-Spezialisten in Deutschlands Nummer 1 Trauringe 123 Gold in Koblenz. Sie finden dort Trauringe, Eheringe, Verlobungsringe, alles, was das Herz begehrt und bekommen natürlich individuelle Anpassung. Und was fehlt noch, liebe Zuschauer? Natürlich auch unser Bräutigam. Der wurde ausgestattet von Hefters Limburg bzw. Hefters aus Limburg, dem Herrenmodenspezialisten für alles, was das Herz begehrt. Liebe muss nicht perfekt sein, aber echt. Liebe hat unglaublich viele Facetten, viele Farben, viele Gerüche, viele Geschmäcker. Liebe ist bunt. Liebe Raffaela, lieber Ole, ich freue mich so sehr, dass ihr beide heute Ja zueinander sagt. Ja aus vollem Herzen. Und dass wir eine Hochzeit feiern, die genauso ist, wie ihr beide euch das immer gewünscht habt. Und an all eure lieben Gäste, die hier sind, es darf vor Freude geklatscht, gejubelt, geweint und gelacht werden. Das gilt für euch natürlich auch. Jede Geschichte folgt einer Choreografie. Unser Leben beginnt damit, dass wir auf die Welt kommen. Wir wachsen in ihr auf. Wir lachen, lieben, lernen und irgendwann verlassen wir die Bühne des Lebens wieder. Auch jede Liebesgeschichte folgt einer Choreografie. Da gibt es den Zauber des Kennenlernens, die erste Verliebtheit. Da gibt es auch manchmal stürmische Zeiten. Und dann kommt irgendwann der Tag der Hochzeit. Für viele Paare scheint das im ersten Moment das Happy End. Weit gefehlt. Denn das, was ihr heute hier tut, ist der Anfang eurer gemeinsamen Lebensreise. Und ich möchte noch ergänzen, dass eure Choreografie der Liebesgeschichte ganz anders war. 2009, da gab es noch Wer kennt wen, Ole, du hast es mir erzählt, hast du dich blitzverliebt. Als du das Konterfei von deiner Raffaela gesehen hast, hast du sie angeschrieben und bist zum ersten Date mit Rose erschienen. Raffaela war damals überhaupt noch nicht so weit. Du hast gesagt, du warst zu jung und außerdem hatte ich die Nummer mit der Rose echt überfordert beim ersten Date. Und so kam bei euch nicht nach dem Kennenlernen das Verlieben, sondern es kam nach der Blitzverliebtheit eine lange Phase der Trennung. Du wolltest eigentlich einen Tänzer. Hat auch was mit Choreografie zu tun. Und viele, viele Jahre später, ich glaube, da warst du es auch, die auf einen Post, Silvester-Post, ich glaube, du wolltest wissen, soll ich die Haare länger oder kürzer, da hast du dich nochmal bei Ole gemeldet. Und Ole war, so hast du es mir zumindest erzählt, not amused, weil ihm steckte noch so dieser erste Kontakt von 2009 echt in den Knochen. Und dennoch hat er sich mit dir getroffen. Und was dann passiert ist, waren wundervolle 4 Jahre. 4 Jahre, in denen, und Ole hat das so wunderschön beschrieben, in denen ihr auf der hohen Welle der absoluten Verliebtheit wart. Das waren Jahre mit purem Glück, mit ganz viel Leichtigkeit, mit Freude, mit gemeinsamen Aktivitäten. Jahre, in denen ihr euch beide so kennengelernt habt, wie ihr seid. Und dann der Entschluss, wir ziehen zusammen. Das wäre der nächste choreografische Schritt in eurer Liebesgeschichte gewesen. Und der ging schief.
So ist das manchmal. Ole, du hast mir erzählt, wir hatten so unterschiedliche Vorstellungen von dem, wie es sein soll. Vielleicht hatten wir es auch vorher nicht genügend besprochen. Ganz bestimmt sogar, weil du, Raffaela, hast gesagt, wir haben viel zu wenig gesprochen. Und Liebe braucht Kommunikation. Und Kommunikation ist nicht allein das Wort, was wir sprechen. Kommunikation ist jede Berührung, jeder Wimpernschlag, jede Nähe und auch jede Distanz. Und wenn man aber nicht kommuniziert, so wie das bei dir der Fall war, du hast gesagt, ich wusste mir einfach nicht mehr zu helfen, ich musste mich trennen. Auch das war nach diesen 4 Jahren der Höhe eine Tiefe. Und ich habe euch dann gefragt, ja, und wie habt ihr das geschafft, dass ihr trotzdem zusammengeblieben seid? Und dann habt ihr gesagt, wir haben das deshalb geschafft und das ist unsere Zauberkraft. Wobei, Ole, du hast gesagt, das ist eigentlich gar keine Magie und auch keine Zauberkraft. Aber wir haben uns einfach so geliebt, wie wir sind. Ungeschminkt, ohne Maske, ohne eine Rolle zu spielen. Nicht, um dem anderen zu gefallen, sondern einfach nur mit der tiefen Gewissheit zu wissen, dass man genau so, wie man ist, richtig ist und dass man so, wie man ist, geliebt wird, mit Haut und Haar. In der Zwischenzeit habt ihr, nachdem ihr zeitlang getrennte Wohnungen hattet, auch wieder einen gemeinsamen Hafen gefunden. Das hat ja auch dazu geführt, dass ihr heute hier seid. Und ich glaube, dass diese Magie, auch wenn du sagst, es ist gar keine Magie, aber ich glaube, dass diese Magie etwas ganz Besonderes ist. Und als ich deinen Ole gefragt habe, liebe Raffaela, was liebst du denn an ihr? Dann hat es keine 3 Sekunden gedauert und er hat mir gesagt, Raffaela hat die positivste Aura, die ich mir vorstellen kann. Sie ist das freundlichste Wesen. Sie hat Leichtigkeit. Sie vertraut Menschen. Sie geht offen auf Menschen zu. Und ich, der manchmal eher abwartend und zögerlich ist, ich profitiere davon. Ich profitiere von dieser Buntheit, von dieser Leichtigkeit. Und darum liebe ich sie. Und ich habe mir gedacht, wenn man den Ole so erlebt, dann glaubt man gar nicht, dass er zurückhaltend oder zögerlich ist. Der hat immer einen kessen Spruch auf den Lippen. Der ist witzig. Und das genau, dieses Witzigsein, ist das, liebe Raffaela, was du an ihm liebst. Du liebst nicht nur den Ole, so wie er heute hier vor uns sitzt. Es ist dir sogar ganz egal, in welcher Hülle er steckt. Du liebst sein Wesen. Du liebst diesen Humor, du liebst diese Witzigkeit. Du hast mir verraten, er bringt dich immer wieder zum Lachen. Und das in Verbindung mit dem, wie ihr seid, wer ihr seid. Schillernde, freundliche, herzliche Menschen in Verbindung. Das ist die Choreografie eurer Liebesgeschichte. Und gleich wollt ihr noch mal Ja sagen. Ja zu euch, zu eurer Liebe. Ihr wollt euch noch mal ein Versprechen geben, die Ringe tauschen, um dann so in euer Hochzeitsfest zu starten. Und dazu bitte ich euch, aufzustehen. Es ist die Bekenntnis, mit reinem und offenem Herzen Ja zueinander zu sagen. Und wir haben im Vorfeld darüber gesprochen und Raffaela, du warst diejenige, die ich zuerst fragen durfte. Und so frage ich dich, guck ihn dir an, deinen Ole. Der Mann, der dich zum Lachen bringt, der witzig ist, der dich genauso liebt, wie du bist, mit all deinen Ecken und Kanten. Bist du bereit, gemeinsam mit ihm auf eure Reise der Liebe und des Lebens zu gehen? Bist du bereit, mit ihm nicht nur die Tage mit Sonnenschein, sondern auch manch stürmischen Moment zu durchstehen? Bist du bereit, diese Liebe jeden Tag aufs Neue zu besiegeln? Perfekt wird sie nicht sein, aber sie wird eure Geschichte sein. Dann antworte
Ja, ich will. Wunderbar. Lieber Ole, du hast mir gesagt, aufgeben ist keine Option. Du hast gesagt, wir haben uns immer wieder die Hand gereicht und haben gesagt, weiter geht's. Und heute steht sie vor dir. Deine Lieblingsfrau, Raffaela. Wunderschön. Die Frau, die dir Leichtigkeit bringt und die dich genauso liebt, wie du bist. Du hast gehört, dass sie sich mit offenem Herzen zu dir bekennt, zu dir steht und dir verspricht, immer wieder mit Leichtigkeit zu begegnen. Bist auch du bereit für diesen Weg? Ja, für jede Höhe und Tiefe. Ich will. Du willst. Ja, dann dürft ihr jetzt die Ringe tauschen. Und die Ringe sind auch das äußere Zeichen eurer Liebe. Eine runde Sache, die euch jeden Tag daran erinnern. An diesen Moment, an eure Versprechen und an die Tiefe eurer Liebe. Ja, und wie sollte es anders sein? Das Wichtigste nach diesem wunderschönen Moment ist der Kuss. So wie ihr seid, behaltet den Moment in Erinnerung, feiert heute das Fest eurer Liebe. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass ich ein Teil eurer Liebeschoreografie sein durfte und wünsche euch, dass ihr immer, wenn ihr eure Ringe seht, genau an diesen Moment denkt. An diesen Moment der Leichtigkeit und Freude mit Blick auf die Mosel an diesem sonnigen Tag. Alles Glück der Welt für euch. Könnt gerne ausziehen. Danke. Zu einer Trauung, zu einer Hochzeitsparty, besser gesagt, gehört natürlich auch etwas Musik. Deswegen sitzt Peter neben mir von der Firma Mosel Vibes. Was macht euch so besonders? Wie geht ihr individuell auf Brautpaare ein? Und wir haben eben schon mal eine Kostprobe gehört. Es hat sich super angehört, kann man schon mal sagen. Dankeschön. Ja, unser Kernelement ist das Thema Stimmung. Also uns ist es ganz wichtig, dass wir die Stimmung, die sich das Paar für seine Hochzeit wünscht, auffassen und entsprechend die Musik und zum Beispiel auch das Licht darauf abstimmen. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann von chillig, entspannt, Sommerhochzeit bis hin zu einem ganz eleganten Abend mit Abendgarderobe, wo eine Jazzband spielt. Das kann alles sein. Sprich, ihr verkörpert alles und jeder kann individuell mit euch quasi seine musikalische Begleitung planen. Genau. Wir bieten musikalische Begleitung für den ganzen Tag an, von der Trauung über den Empfang, den Nachmittag, das Dinner bis hin zur Party am Abend, bis in die Nacht. Und wie seid ihr darauf gekommen, euch genau auf quasi die Hochzeit zu spezialisieren? Das ist so ein bisschen organisch gewachsen. Ich bin selbst Musiker und bin schon ganz lange im Hochzeitsbereich unterwegs. Und für mich sind Hochzeiten einfach der schönste Anlass, um zu feiern. Also die Gäste sind immer glücklich, das Brautpaar ist glücklich. Jeder hat einen guten Tag und da macht es einfach Spaß, Musik zu machen. Und entsprechend macht es auch Spaß dafür, kreativ vorzuplanen und vorzubereiten. Sprich, wir haben eben schon bei Paulina im Interview gehört, dass natürlich Höhen und Tiefen gerade bei ihr in der Musik vorhanden sind. Aber ich gehe mal davon aus, dass es auch bei euch in dem Repertoire so ist, oder? Genau, also wir haben von
von bis. Das ist immer so der Klassiker. Also von einer einzelnen Sängerin, die sich selbst auf der Gitarre begleitet, bis zur kompletten Funkband mit Bläsersatz, die abends die Hütte abreißt, ist alles dabei. Also Höhen und Tiefen, Tiefen im Sinne von tiefen Tönen natürlich eher und nicht im Sinne von emotionalen Tiefen. Wenn ich jetzt allerdings sage, ich heirate demnächst, wann muss ich denn zu euch kommen, um dass ich wirklich euch noch an meinem Glückstag bekomme? Das ist individuell unterschiedlich. Wir empfehlen immer, dass man schon 8 bis 10 Monate im Voraus zumindest mal anfragt, den Termin reserviert, weil dann die Auswahl einfach noch größer ist. An Musikern, an DJs, an Bands, die dann noch frei sind. Je früher, desto besser. Also wenn man schon länger als ein Jahr vorher anfängt, super gerne. Manchmal hat man auch Glück und es klappt auch noch 2 Monate vorher. Gerade in den letzten 2 Jahren war das oft auch sehr spontan. Aber ja, 8 bis 10 Monate ist eine gute Zeit. Jetzt hast du natürlich eben gesagt, Stimmung, das ist super, aber zur Stimmung gehört doch auch Licht, oder? Also da gibt's, seid ihr auch spezialisiert drauf, habe ich eben rausgehört. Genau, ja, das ist ein Faktor, der von vielen oft vergessen wird, weil Licht ist sowas, man merkt erst, dass man es haben will, wenn es nicht da ist. Das weiß jeder, der schon mal auf einer Party irgendwie das Deckenlicht angemacht hat, die Neonröhren, um die Leute zu ärgern. Da ruft dann immer irgendjemand, Party ist vorbei, weil so ist es eben. Wenn du nicht das passende Licht hast, dann hast du nicht die passende Stimmung und es ist eine ganz andere Atmosphäre, wenn du schönes Licht hast. Und das kann zur Deko auch passen, entweder farblich passen mit bunten Strahlern oder Lichterketten, wenn man es eher ein bisschen eleganter haben will. Da haben wir ganz verschiedene Lösungen und arbeiten da sehr individuell. Die ganze Zeit im Hintergrund haben wir unseren Profifotografen Olaf gesehen. Jetzt lassen wir dich mal zu Wort kommen. Sag uns doch mal, was einen Hochzeitsfotografen besonders ausmacht. Also ein Hochzeitsfotograf, du musst die Momente gefühlvoll festhalten. Du brauchst, du musst immer wissen, was passiert. Die Menschen müssen sich wohlfühlen. Du darfst nicht auffallen, musst aber trotzdem alles sehen. Du hast einen Bruchteil der Sekunde Zeit, alles einzustellen. Du musst also alles unter Kontrolle haben. Wo geht das Brautpaar lang? Was passiert jetzt? Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Sprich, du musst in jeder Situation einfach da sein. Wie schwer ist das? Du musst komplett konzentriert sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist also so, dass nur wenn alles ringsherum stimmt, nur dann ist es so, dass du auch die Möglichkeit hast, die Kontrolle über alles zu halten. Wenn irgendwas fehlt, dann sorge ich dafür, dass das irgendwo da ist. Oder wenn irgendwas gebraucht wird, dann bin ich da, dann helfe ich auch da aus. Weil nur wenn das alles funktioniert, kann ich auch gute Fotos machen. Wenn da irgendwo die Krise ist, dann ist das nicht gut. Daher ist es ganz, ganz wichtig für mich, dass immer alles läuft, alles gut ist und jeder zufrieden ist, jeder glücklich ist. Wir haben oft gehört, ein Jahr vorher muss man kommen, muss man dich ein Jahr vorher auch buchen, die eine Frage. Und zum anderen halt, wie individuell ist es dann? Also weil jedes Brautpaar ist ja für sich, aber in der Planung, wie sie die Fotos haben wollen, wie stimmst du dich da mit ihnen ab? Also das Brautpaar, meistens kommt der Anruf und dann haben sie Zeit. Wenn ich Zeit habe, dann bespreche ich mich kurz am Telefon, katholische Trauung, evangelische Trauung, wie viele Gäste, schon mal grob irgendwo ja, besprochen, dann den Ablauf ganz grob besprochen und wenn das Brautpaar denn da ist, dann brauche ich so 1 Stunde, 2 Stunden, bevor man sich auch kennenlernt. Das ist ganz wichtig. Ich würde nie einen Auftrag machen, ohne dass man sich also auch wirklich kennenlernt. Man muss sich ja auch mögen. Man ist noch eine gewisse Zeit da. Dann ist es ganz wichtig, dass dieser Plan, also ich plane das Ding wirklich auf die Minute dann ganz genau und das ist ganz, ganz wichtig, dass du den Ablauf hast, dass du auch dem Paar die Sicherheit gibst, was ist, weil diese Zeitachse, vieles wird vergessen. Und wenn das am Anfang vergessen wird, dann überträgt sich das auf die ganze Feier. Und welche verschiedenen Stilrichtungen gibt es beim Fotografieren zum Beispiel noch? Wenn ich jetzt sage, ich habe verschiedene Stilrichtungen in Frisur, im Kleid, in wie ich überhaupt heiraten möchte,
Wie kommst du da dann in Aktion bei sowas? Muss man da auch verschiedene Dinge beachten? Ja, man spricht also schon den Stil durch. Es gibt verschiedene Stile. Das ist ganz, jeder Fotograf hat natürlich seinen Stil, das ist ganz wichtig. Aber deswegen wird man auch gebucht. Einmal nicht nur vom Stil, also auch vom Menschen her wird man gebucht. Das ist ja auch wichtig, die Chemie muss ja stimmen. Und dann passe ich mich natürlich an. Ob dann Drohnen gebraucht werden oder ob da viele Close-ups gebraucht werden, meistens werde ich zu Reportagen gebucht. Das heißt also, die werden also bis 18 Stunden lang und dann, dann bin ich halt 18. Ja, jetzt ist Bremen war letztens auch, da waren wir 3 Tage. Wenn Madrid, wenn ich, das habe ich auch fotografiert, dann bist du auch 2, 3 Tage da. Und dann die ganze Hochzeit, du fängst also morgens an und bis abends nur da. Das ist, du bist immer da. Du hast den kompletten Ablaufplan am Handy und du bist Teil dieser Hochzeit. Das ist ganz wichtig, dieser feste Teil zu sein. Wenn du mit dem Brautpaar hinterher die Fotos oder die Videos anschaust und da kriegst du Gänsehaut jetzt gerade oder du hast ein Tränchen in den Augen, dann hast du alles richtig gemacht. Und dann kannst du dich auch Hochzeitsfotograf schimpfen. Wenn das nicht da ist, dann lebst du diese Hochzeit nicht. Du musst dieses Event oder diese Hochzeit leben, sonst brauchst du keine Hochzeit fotografieren. Sprich, du lebst nicht nur die Emotionen, du machst sie auch mit. Du hast wahrscheinlich immer ein Taschentuch parat. Immer. Ne? Grundsätzlich. Also es ist so, muss ich erzählen. Also es gibt bei mir einen Koffer, wenn irgendwas fehlt auf einer Hochzeit, Manschettenknöpfe oder was auch immer. Kannst du davon ausgehen, dass ich bei zukünftigen Hochzeiten Manschettenknöpfe drin habe? Also in meinem Koffer, das ist ein großer Koffer, da ist halt alles drin. Wunderkerzen, Sicherheitsnadel, Verbandszeug, Garn. Es gibt nichts, was Häkelnadel, wenn man ein Kleid hinten zumacht, braucht man also eine gewisse Nähnadel, um da eine Häkelnadel, um das toll zuzumachen. Man guckt so, aber das sind so kleine Hilfsmittel, die habe ich dabei. Nichts, was ich nicht dabei habe. Liebe Zuschauer, wir sind schon fast am Ende unserer großen Hochzeitsshow Glückstag angelangt. Zu Beginn hatte ich Ihnen bereits versprochen, dass wir ein Gewinnspiel haben, wo Sie eine Landparty mit Paul Ponton und Daniel im Wert von 400 Euro gewinnen können, schreiben Sie uns Glückstag als Stichwort in die unten eingeblendete Adresse oder in die Kommentare von unseren Social-Media-Kanälen oder per Nachricht einfach. Ich würde sagen, wir stoßen jetzt einfach an. Ihr hattet einen tollen Tag mit uns. Ihr seht fantastisch aus mit dem Winzersekt vom Weingut Lunnebach, was bereits seit 100 Jahren und in 4. Generation in Koblenz tätig ist. Zum Wohl. Nur wir beide und das Kerzenlicht. Dieser Tanz mit dir verzaubert mich. Wir sind stilvoll mit einem Oldtimer angekommen. Wir werden stilvoll mit einem anderen Mercedes, einem neueren, einer S-Klasse nach Hause gefahren. Mit Ihrem Mercedes-Benz-Partner, der KWM, in Ihrer Region Koblenz-Mittelrhein.